Die Verhältnisse müssen geändert werden. Und ich weiß, dass Bombenverhältnisse nicht ändern. Das Bewusstsein, dass man fast nichts vom anderen weiß, letzten Endes, das ist manchmal sehr beunruhigend. Warum? Weil es Angst produziert. Und damit hörten wir eine Explosion, Detonation, also richtig kräftig, lauter Knall. Aber die Frau Malagiri, die lief hier über die Straße hin und her und hat fürchterlich geschrien. Ach wie. Ich weiß nicht, wie viel Verhandlungsdar angesetzt sind, wer bezahlt hat. Frau Schäpe doch bestimmt nicht. Du und ich. So sieht das nämlich aus. Was wissen wir voneinander? Schau mal, wir kennen uns seit Jahren. Und wir wissen auch nichts voneinander. Hier wohnen nicht so viele attraktive junge Männer, die ich gerne kennenlernen möchte. Wenn Sie die Schnauze voll haben, dann gehen Sie doch dorthin, wo Sie herkamen. Also ich meine, was wissen wir denn voneinander? Ich glaube nicht, dass wir als Beispiel, guck uns beide das Paradies schaffen. Das ist ein Geschenk von oben. Wir kennen uns seit Jahren, wir wissen nichts voneinander. Wenn ich dann das nächste Mal über die Straße gehe und lächle denen nicht mehr. Das ist ja immer so, der Mensch ist unberechenbar. Aber ich denke auch mal, leck mich doch mal alle an meine Schüssel, ich will jetzt meinen eigenen Platz. Die Mutter Therese wäre doch ideal, wäre doch eigentlich, wenn man jeden Nachbarn kennen würde. Schaffen wir das? Dann würde ich mit jedem ab und zu mal sprechen und wüsste ungefähr, was das für ein Typ ist.